Franz Hansel von der Betreibergemeinschaft Nikolausdorf, Weihnachtsmarkt am Rudolfplatz. In wenigen Worten, was ist das Nikolausdorf? Das Nikolausdorf ist, glaube ich, oder ich bin mir sicher, der familienfreundlichste Weihnachtsmarkt in Köln. Es gibt ungefähr 60 Stände. Beschreiben Sie ein bisschen, was Sie hier als Aussteller oder was Sie hier für Aussteller auf dem Markt haben. Also wir legen großes Augenmerk darauf, dass wir viel Kunsthandwerk vertreten haben. Am liebsten sogar Händler, die vor Ort, also am Stand produzieren, was herstellen. Das ist schwer zu finden, aber es gibt Beispiele hier auf dem Markt. Dann haben wir, oder ist es uns wichtig, dass wir auch so im Bereich Delikatessen was bieten. Also nicht so was x-beliebiges, sondern sehr spezielles. Wir haben in diesem Jahr, wir haben Senf aus Monschau, ganz große Klasse. Wir haben wunderbare Trockenfrüchte, wir haben selbstgebrannten Schnaps, das geht dann auch hin bis Likör. Wir haben Geschichten von Händlern, die, glaube ich, den ganzen Sommer, Herbst damit beschäftigt sind, das, was sie hier verkaufen, herzustellen. Ein großes Thema ist die Familienfreundlichkeit. Wo macht sich das bemerkbar? Was ist da Besonderes im Nikolausdorf, was andere nicht haben? Also im Zentrum des Nikolausdorfes steht tatsächlich auch das Nikolaushaus. Das ist der größte Aufbau hier im Nikolausdorf. Innen drin fast 30 Quadratmeter, bietet Platz ungefähr für 30 Kinder plus Betreuer. Und unser Angebot ist eben das, dass im Vormittagsbereich zwischen 11 und 14 Uhr Kita-Gruppen, Grundschulklassen ein betreutes Programm buchen können. Das kostet sie gar nichts, alles wird gestellt, das Material. Es gibt jeden Tag ein wechselndes kreatives Angebot. Es gibt Betreuer, die zur Seite gestellt werden. Und das ist wirklich der absolute Hit. Wir haben mittlerweile richtige Wartelisten, weil wir gar nicht jedes Jahr so viele Tage zur Verfügung haben, wie eben die Nachfrage ist. Im Nachmittagsbereich von 15 bis 19 Uhr ist das ein offenes Programm. Da können Kinder mit ihren Eltern rein. Das ist keine Station zum Abgeben, sondern es soll schon mindestens ein Elternteil da bleiben. Und dann können die Kinder unter Betreuung, unter professioneller Betreuung, basteln, malen, Nikolauspost schreiben und die Nikolauspost dann auch mit unserer Nikolausdorf-Briefmarke bekleben und dann wird die auch verschickt. Das ist so ein spektakuläres Beispiel für Familienfreundlichkeit hier im Nikolausdorf. Jetzt gibt es natürlich auch ein Kinderkarussell und wir hatten darüber eben im Vorgespräch gesprochen, auch besonders niedrige Tresen. Was hat es damit auf sich? Ja, wenn man uns Vorfeld überlegt, Kinder, also ich rede jetzt nicht von Zweijährigen, aber wenn die so 4 oder 5 Jahre alt sind, die wollen ja jetzt sich nicht die Nase platt drücken hier an unserem Fachwerk, weil das sind ja lauter Fachwerkhütten, sondern die wollen ja auch was sehen. Deshalb haben wir uns überlegt, wir machen die Tresen ein bisschen niedriger, dann sehen die auch, was da eigentlich angeboten wird und kriegen ein bisschen mehr mit als üblicherweise auf einem Weihnachtsmarkt, wo die Tresen höher liegen. Das sind bei uns, glaube ich, 70 Zentimeter Höhe. Jetzt, Konzept des Nikolausdorfes betont ja auch ein bisschen das Dorf. Was ist das Dörfliche in diesem Nikolausdorf? Ja, als wir das konzipiert haben, haben wir uns natürlich auch gefragt, wie gestalten wir ein Dorf, was gehört da alles zu? Und da war uns sehr schnell klar, okay, klassisch eine Dorfbühne, soll ja auch gefeiert werden, gibt's bei uns. Eine Dorfkapelle, gibt's bei uns. Es gibt Laternen, so, die machen so einen alten Charakter, weil es soll auch so ein bisschen historisch gewachsen aussehen. Und das sind so punktuelle Geschichten, wo wir zeigen wollen, das ist eben nichts x-beliebiges, das ist das Nikolausdorf. Und der Namensgeber, der Nikolaus in Menschengestalt, der ist ja auch jeden Tag hier unterwegs. Zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr wandelte er hier, wie man das dann so bezeichnet, durch sein Dorf. Und das ist immer die große Attraktion dann für Kinder, die wollen dann unbedingt Fotos mit dem machen. Und das ist immer sehr, sehr schön. Jetzt sehen wir schon so ein bisschen im Hintergrund, der Nikolaus macht dann quasi das Licht am 16.30 Uhr, wird ja langsam dunkel. Wie wichtig ist das Beleuchtungskonzept für so einen Markt wie diesen hier und was machen Sie dafür? Also das Beleuchtungskonzept, das entwickelt sich im Grunde Jahr für Jahr weiter. Wir sind ja in diesem Jahr zum 5. Mal hier auf dem Rudolfplatz mit dem Nikolausdorf. Und jeden Abend, wenn ich jetzt in den letzten 2 Wochen hier mal drauf zuradle, dann denke ich mir, mein Gott, was für eine Beleuchtung. Das heißt, es ist noch mehr geworden als in den Anfängen. Wir haben insgesamt, wir haben das mal so überschlagen, man kann das ja schlecht zählen, weil es wirklich solche Mengen sind. Wir haben
glaube ich, ungefähr 150.000 kleine LED-Lämpchen hier. Und das ist eine Masse. Stichwort Qualität. Wichtig ist ja bei den Ausschreibungen, die die Stadt Köln regelmäßig alle 5 Jahre ausrichtet, dass man auf die Qualität achtet des Angebots. Also Kunsthandwerk haben Sie schon angesprochen. Jetzt ist natürlich das ganz wichtige Thema Gastronomie, Glühwein, Verkostung. Wie gehen Sie da mit dem Thema um? Was tun Sie dafür? Also ganz wichtig ist, und das ist auch der Stadt Köln Anliegen, dass hier eben auch Bio angeboten wird. Jeder Imbiss zum Beispiel hat mindestens ein biozertifiziertes Produkt im Angebot. Es gibt Lebensmittelkontrollen, die wir selber auch veranlassen durch ein zertifiziertes Institut. Also wer hier im Nikolausdorf ist, der kann sicher sein, dass das Top-Qualität und auf keinen Fall ungesund ist. Haben wir eben schon gesehen, das sieht auf jeden Fall sehr appetitlich aus. Sie sprachen davon, dass Sie die Ausschreibung für die nächsten 5 Jahre gewonnen haben, das heißt 5 Jahre weiter Nikolausdorf. Wie wird sich das Nikolausdorf entwickeln? Gibt es jetzt schon Ideen für eine Neuerung oder machen Sie so weiter wie bisher? Was ist geplant? Also erstmal eine Ausschreibung gewinnt man ja nicht, sondern da wird man sozusagen belohnt für harte Arbeit, die man geleistet hat, indem man dann auch ein entsprechendes Konzept vorgelegt hat. Was wir für die nächsten Jahre planen, kann ich im Augenblick gar nicht so genau sagen, aber klar ist, es wird sich immer jedes Jahr ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger verändern. Es wird ein bisschen was dazukommen, es wird nichts zurückgenommen, weil der Charakter, der ist so unverwechselbar, der muss in der Form erhalten bleiben. Aber es sind oft so, die Summe der Kleinigkeiten spielt dann die große Rolle. Und da werden wir uns schon was einfallen lassen, dass so mancher, der hier regelmäßig hinkommt, und das sind jetzt gar nicht so wenige, wir haben, glaube ich, auch sehr viele Stammgäste, im nächsten Jahr sagen wird, irgendwas ist wieder ein bisschen anders. Ich weiß gar nicht genau was, aber es ist noch ein Stück schöner. In diesem Sinne wünschen wir auf jeden Fall viel Erfolg, freuen uns auf die nächsten 5 Jahre hier am Nikolausdorf, am Rudolfplatz. Wir bedanken uns, Herr Hansel, viel Erfolg und viel Spaß noch auf dem Weihnachtsmarkt. Vielen Dank, sehr gerne.